Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und ich habe heute wieder Gesellschaft bei mir, nämlich Anna von Annas Bücherstapel. Hallo. Hallo. Und einige, die mir schon ein bisschen länger folgen, kennen Anna auch bereits. Sie hat mit mir schon einige Podcasts gemeinsam aufgenommen, unter anderem auch eine ganz tolle Übersicht über verschiedene sich lohnende Liebes- und Frauenromane. Schaut gerne mal auf meinem Blog vorbei, www.buicherreich.net. Dort gibt es die auch nochmal, wenn ihr Fan von diesem Genre seid. Und heute haben wir eine ganz besondere Episode für euch aufgenommen. Und zwar geht es darum, dass ich bei meiner ersten Blogtour mitmachen darf. Und soweit ich das mitbekommen habe, ist es auch Annas erste Blogtour. Genau, das ist auch meine erste Blogtour. Ich bin sehr gespannt, aber ich freue mich. Genau, und da wir beide vorher nicht wussten, was ist denn das eigentlich und ihr das vielleicht auch nicht wisst, ganz kurz zur Erklärung. Es ist ein neues Buch rausgekommen, und zwar Der Geigen von Tibbern von Ben Aronovich aus dem DTV-Verlag. Und der Verlag hat uns angefragt, ob wir Lust haben, dazu eben an der Blogger-Tour teilzunehmen. Das bedeutet, dass 8 verschiedene Blogger nacheinander sich quasi den Staffelstab in die Hand geben und das Buch auf verschiedenste Art und Weise quasi vorstellen. Auch super kreative Ideen sind da schon mit dabei. Wir sind ja jetzt nicht die Ersten, die da schon was zu veröffentlicht haben, aber ihr findet in der Episodenbeschreibung auf jeden Fall alle weiteren Blogs verlinkt, die dazu was machen werden oder schon gemacht haben. Und da klickt auf jeden Fall mal rein, das wird sich auch sehr lohnen. Und wir haben uns quasi als kreative Idee ausgedacht, dass wir einen Tag wieder mal aufnehmen. Also sprich, haben uns einen eigenen Tag ausgedacht, der rund um die Buchreihe spielt. Und basieren quasi unsere Antworten auf verschiedenen Charakteren, die eben in dieser Buchreihe zu finden sind. Alles komplett spoilerfrei. Also wenn ihr das Buch oder die Reihe noch nicht gelesen habt oder noch nicht komplett gelesen habt, ist das alles gar kein Problem, weil wir hier wirklich nur von den Personen quasi ausgehen, die man eh seit dem ersten Band eigentlich kennt und dann eben die als Sprungbrett nehmen, um auch nochmal weitere Charaktere in die Art und Weise quasi zu zeigen. Ja. Und das sind insgesamt 10 Fragen. Wir werden das so aufteilen, dass 5 der Fragen hier bei mir als Podcast-Episode veröffentlicht werden und 5 weitere Fragen bei Anna auf dem Blog morgen dazukommen und dort eben von uns beiden wiederum auch beantwortet werden. Und so könnt ihr so ein bisschen euch auf noch mehr Fragen freuen ab morgen. Und genau, das ist so ganz grob, wie das Ganze funktioniert. Und wie gesagt, danach wird der Staffelstab weitergereicht an noch mehr Blogger. Und die haben auch wiederum ganz tolle Sachen vorbereitet. Das so ein bisschen zum Ablauf. Es ist der 6. Band ja aus der Reihe rund um den Zauberlehrling und Police Constable Peter Grant. Und jetzt wollte ich mal fragen, also ich habe tatsächlich alle 5 Bücher bisher gelesen und den 6. Band jetzt hier gerade auch gestern frisch angefangen, die ersten 23 Seiten gelesen. Genau, und bin da schon so ein bisschen drin. Wo stehst du denn, Anna? Hast du da schon alle von gelesen oder nur eins oder? Ja, ich muss gestehen, ich habe bisher wirklich erst den 1. Band gelesen, Die Flüsse von London, und das ist auch schon ein paar Jahre her. Also, klingt blöd, aber es ist bestimmt, ich weiß nicht, vielleicht 2014, dass ich das gelesen habe. Also das ist dann gefühlt schon sehr lange her für mich. Ich fand das Buch echt gut. Ich bin eher ein großer London-Fan. Ich mag Bücher, die in London spielen, total. Ich habe da selber auch mal 3 Monate gelebt, ein Praktikum gemacht und mich da einfach in die Stadt verliebt. Und dementsprechend liebe ich solche Bücher. Ich mochte auch die Idee total, aber ich hatte ganz oft das Gefühl, dass ich irgendwie wichtige Sachen überlese. Also ich einfach nicht alles begriffen habe. So. Obwohl ich letztendlich trotzdem flüssig durchgelesen habe. Also es war irgendwie, ich weiß auch nicht, ich bin da nicht ganz total dann, dass ich unbedingt alles weiterlesen musste. Und ich glaube, dieses, dass ich das Gefühl hatte, ich habe so viel überlesen, hat dazu geführt, dass ich mich bisher nicht weiter an die Bände getraut habe, obwohl ich so viel Gutes von der weiteren Reihe gehört habe. Ich habe auch, glaube ich, Band 2, 3 und 4 auf meinem Sub. Also die warten sozusagen auch schon sehr lange jetzt, also fast seit Erscheinen. Ich weiß auch nicht, ich wollte die unbedingt noch weiterlesen, aber bisher habe ich mich nicht rangetraut. Also da muss ich auch zu sagen, ich mag die vom Stil her super gerne, weil ich finde, da ist so dieser feine britische Humor mit dabei und es ist wirklich sehr actionreich und bam, bam, bam geht von einem Schauplatz zum nächsten eigentlich. Was du gesagt hast, kann ich aber ein Stück weit nachvollziehen, weil ich auch manchmal das Gefühl hatte,
Hui, also zum einen, wer sind diese ganzen Menschen auf einmal? Also man kann sich dann teilweise auch, wenn ein bisschen Zeit ja auch dazwischen vergangen ist, zwischen Band, was weiß ich, 3 und 4, dass man die liest. Die liest man ja, oder ich habe sie jetzt bisher jedenfalls nicht hintereinander weggelesen, sondern immer, wenn das neue Buch quasi raus war, relativ zeitnah dann eben dann das Buch gelesen. Und dadurch, dass sie auch in einem bestimmten Turnus irgendwie rauskommen, manchmal weiß man echt nicht mehr, oh, wer war denn das jetzt nochmal? Oder weil einfach, ich finde, das ist wie so eine, man merkt einfach, dass er auch, der Autor quasi auch für Doctor Who und so schreibt. Also es ist schon ein sehr schneller Schreibstil und manchmal wird man auch so mitgerissen, dass man hinterher sagt so, oh, ich muss hier gerade mal auftauchen, wo bin ich eigentlich? Wer bin ich und wie viele? Weil man einfach so überrumpelt wird von bam, 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 jetzt passiert das, das, das und das ist übrigens der und den kennst du doch noch von vorhin und so. Weil einfach, man kann zu Anfang nicht ganz einschätzen, wer ist jetzt eine Nebenfigur und wer wird noch eine größere Rolle spielen. Ja, und das sorgt manchmal echt für Undurchsichtigkeit. Ich habe allerdings im Zuge dieser Blogtour auch noch eine ganz gute Website gefunden, die heißt irgendwie Follipedia. Und da kann man nochmal so, wenn man sich spoilern lassen möchte oder wenn man wirklich nicht mehr weiß, was war denn die Handlung von Band 1, 2, 3, 4 und so weiter, kann man die dort nochmal nachlesen und auch Figuren nachlesen und Schauplätze sind dort auch markiert und so. Das ist, glaube ich, nochmal ganz gut so als wirklich Spoiler volles ja, Nachlesen. Also wenn du wirklich nicht mehr weißt, okay, Mist, wer war denn das nochmal? Der scheint wichtig zu sein. Der ist auch irgendwas klingelt da bei mir aus dem Vorband, war er da und da. Dann kann man das da, glaube ich, ganz gut nachlesen und das ist, glaube ich, recht hilfreich. Das klingt auf jeden Fall gut. Also klingt blöd, aber ich finde manchmal solche Seiten gar nicht so schlecht, wo eben wirklich gespoilert wird, wo einfach eine Inhaltszusammenfassung ist und zwar aus dem einfachen Grund bei Reihen, wenn eben ein bisschen Zeit vergangen ist zwischen dem einen und dem anderen Band, dass man dann einfach Sachen vergessen hat. Also ich glaube, das geht fast allen so. Und gerade auch Namengedächtnis, da müsstest du ja schon Erfahrung mit haben, ne? Ja. Ja, insofern, also wer vielleicht schon ein paar mehr von den Bänden gelesen hat und jetzt den 6. Band gerne hören möchte, da ja, hilft vielleicht ein Auffrischen bei Follipedia. Genau, und ansonsten würde ich sagen, starten wir gleich mal mit den Fragen. Kurz vorweg nur noch der Hinweis, dass es das Buch, dieser 6. Band der Geigen von Tibbern, wird auf 4 von den 8 Blogs verlost, inklusive eines exklusiven Posters zum Buch. Und unter anderem eben auch bei mir auf dem Blog. Das heißt, dort müsst ihr einfach nur in einem Kommentar unter dem Beitrag eure eigene persönliche Antwort geben auf die Frage, welcher Zauberer oder welche Zauberin ihr am tollsten findet aus der Buchwelt ja im Grunde. Da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einfach einen Kommentar hinterlasst auf dem Blog. Genau, und dann seid ihr automatisch mit dabei. Ein paar mehr Teilnahmebedingungen gibt es auch. Zum Beispiel geht das Ganze eine Woche lang, vom 7.6. bis zum einschließlich 14.6. Ja, ihr müsst über 18 sein, sonst brauche ich quasi die Einwilligung eurer Eltern. Und da das immer ein bisschen schwierig ist, habe ich das Gewinnspiel jetzt erst ab 18 gemacht. Und ich versende auch nur nach Deutschland. Aber das sind so eigentlich so die gröbsten Sachen, die es dazu zu wissen gibt. Aber die ganzen Teilnahmebedingungen könnt ihr auch nochmal auf meinem Blog dann nachlesen. Genau, dann fangen wir mal an mit den Fragen 6 bis 10. Die ersten 5 Fragen bekommst du ja morgen sozusagen. Genau, und wir haben so ein bisschen gesplittet. Deswegen, ich fange einfach mal an und frage dich. Frage Nummer 6 lautet, der Gesichtslose. Welcher Bösewicht hat dich nicht mehr ruhig schlafen lassen? Ja, ich habe da zwei Charaktere, die mir sofort eingefallen sind. Das sind aber vermutlich gar keine typischen Bösewichte oder sie haben nicht die Rolle des Bösewichts, aber die trotzdem von ihrer Art oder von ihrem Charakter mich ja irgendwo ziemlich mitgenommen haben oder berührt haben, auf einer eher negativen Art auch. Zum einen in dem Buch Salz für die See von Ruta Sepetys, hat auch schon ein paar andere Bücher geschrieben, die sind im Königskinder Verlag erschienen. Das ist ein historisches Buch, wo es um die ja einmal Flucht und Vertreibung ging am Ende des Zweiten Weltkriegs und zum anderen um den Untergang der Wilhelm Gustloff, dieses großen Schiffes, wo ja, es ist nicht ganz raus, aber bis zu 10.000 Menschen ertrunken sind in der Ostsee. Also eigentlich die schlimmste Schiffskatastrophe, die es gab, sage ich mal. Also da ist die Titanic im Vergleich ein Klacks gegen in dem Sinne, von dem, was da auch, wer da alles gestorben ist, wie viele. Und dort hat man in dem Buch verschiedene Charaktere begleiten dürfen, die aus ganz unterschiedlichsten Herkünften waren. Also sowohl eine Polin, dann jemand aus
ich weiß gar nicht, ich glaube, die war aus Litauen gewesen, dann ein Deutscher und dieser Deutsche, Alfred heißt der oder hieß der, der war schon ein sehr spezieller Fall. Er war sehr, sehr, also er war Nazi durch und durch, muss man einfach so sagen. Und von dem, wie er so erzählt hat, wie er sich selber dargestellt hat, er hat so Briefe geschrieben an seine Freundin oder an sein Mädchen, was zu Hause wartet auf ihn, und schon diese Briefe, wie er sich selber dargestellt hat, so, und dieses, wie viel wichtig er ist und was er alles so macht auf dem Schiff und wie wichtig seine Rolle ist und dass er damit ja Hitler so hilft, und also diese Art einfach, das war so unglaublich widerlich, weil er so absolut, ihm ging es nur darum, einen Orden zu bekommen, und ihm war total egal, dass er da über Leichen geht für, sage ich mal. Also das hat mich echt schockiert, und ich war da auch die ganze Zeit echt ängstlich beim Lesen, weil ich überhaupt nicht wusste, was für Auswirkungen hat er noch. Also keine Ahnung, so übertrieben gesagt, wem bringt er noch alles um, weil der war einfach mal auch total verrückt, sage ich mal, so auf seine Art. Also das war... Ja, da war mir schon anders gewesen. Und dann habe ich jemanden, der überhaupt kein Bösewicht ist, aber vielleicht ein Bad Boy in dem Sinne. Und zwar aus dem Buch von Julia Dibbern, Wenn ich dich nicht erfunden hätte. Mhm. Was erstmal, sage ich mal, vom Titel nach ganz entspanntem Fantasy klingt, wo aber ich beim Lesen festgestellt habe, das ist weniger Fantasy als einfach mal eine realistische Alltagsgeschichte. Ich bin mit der Autorin auch in Kontakt gewesen und wir haben uns ein bisschen auch über den Charakter unterhalten, was sehr spannend für mich war. Da kann ich jetzt aber leider nichts zu sagen, weil ich sonst unglaublich spoilern würde. Mhm. Und zwar ihr, ich sag jetzt mal, männlicher Hauptcharakter, Loris, der wie gesagt, ein bisschen Bad Boy ist, aber so, also er ist ein Bad Boy und er ändert sich auch nicht. Also er bleibt einfach mal, muss man jetzt so hart sagen, auch manchmal echt ein Arschloch. Mhm. Und wie er manchmal so mit Leo, also der weiblichen Protagonistin, umgegangen ist oder wie er mit ihr, oder allgemein wie er geredet hat, da war ich manchmal echt baff, also von, also so dreist oder so, weiß ich nicht, also das war also nicht in dem Sinne böse oder kein Bösewicht, aber schon so ein Charakter, wo man auch erstmal so denkt, okay, der ist jetzt wirklich mal manchmal ein Arsch. Aber ich fand das letztendlich gut, weil das ist schön, mal nicht immer zu lesen, wie die eigentlichen Bad Boys dann plötzlich so weich gewaschen werden und dann doch ganz liebe Kuscheltiere sind, ja, sag ich vor allem mal. Auch so von daher sind das jetzt mal zwei Bösewichte, die nicht im typischen Sinne Bösewichte sind, sage ich mal bei mir. Und ja, jetzt bin ich gespannt, was du hast, Jana. Ja, also ich habe mir rausgesucht zum einen August aus Wasser für die Elefanten von Sarah Green. Das ist der Mann sozusagen von der Artistin, in die sich der Hauptcharakter verliebt. Und der ist so ein richtiger, also Widerling. Der wird ja auch in diesem Film gespielt von Christoph Waltz. Großartig übrigens. Ja, und der ist wirklich, also das ist so ein Bösewicht, wo man eigentlich nicht mehr schlafen kann, weil der so echt war. Also das war jetzt nicht so völlig übertrieben und weiß ich nicht, ein Massenmörder oder sonst was, sondern der war einfach wirklich so gruselig, fand ich, dass das einfach so, weil er so unberechenbar war, ne? Der war halt sehr brutal manchmal, am nächsten Tag dann wieder total charismatisch und man wusste eigentlich nie, woran man bei ihm ist, so, und halt auch ein echt mächtiger und gefährlicher Mann in der Umgebung, in der er so agiert. Und das fand ich halt das, was das Ganze so, oh Gott, das ist aber mein Bösewicht irgendwie gemacht hat. Und dann habe ich mir noch aufgeschrieben Frank Randall von aus der Outlander-Reihe von Diana Gabaldon. Wurde ja jetzt auch verfilmt als Serie und ich glaube, jeder, der entweder das Buch gelesen oder die Bücher gelesen und die Serie geguckt haben, wissen, was ich meine. Also das ist tatsächlich ein Vorfahre, über den diese zeitreisende Claire quasi stolpert und wo sie erst ihren Mann zu erkennen glaubt, aber es ist eben ein Vorfahre ihres Mannes. Und ja, natürlich, wenn du deinen Mann liebst und der immer nett zu dir ist und der Vorfahre ist auf einmal ein Sadist, ist das, glaube ich, doppelt hart. ja, genau. Und deswegen, also den fand ich wirklich krass, weil der eigentlich ohne Rücksicht auf Verluste sich nimmt, was er braucht und ja wirklich auch nicht davor zurückschreckt, Menschen zu vergewaltigen oder zu foltern. Aber auch da wieder fand ich den sehr, also realistisch einfach, ne? Das war jetzt nicht so wie in anderen Büchern, wo man echt denkt, so ja, okay, wir haben es begriffen, der ist ja so böse oder
weiß ich nicht, wo es einfach so, wo man die Beweggründe auch nicht versteht oder warum man auch denkt, so ja, okay, der ist jetzt böse um des Böse seinen Willens, aber so richtig plausibel finde ich es jetzt eigentlich nicht. Ja. Nächste Frage. Flussgöttin Lady Tai. Welche Machtperson fandest du besonders unausstehlich? Da habe ich wieder mal zwei Beispiele genommen. Das ist zum einen von Christine Bernard, der unsichtbare Feind von Michael Wieten. Das ist ein Cyberkrimi, der ist auch noch gar nicht so alt. Und ich muss sagen, das Buch war von der Thematik super interessant für mich, weil ich auch dieses ganze Cyber-Thema sehr stark verfolge. Aber was mich daran unglaublich gestört hat, war die Darstellung der Frauen in dem Buch allgemein. Mhm. Und deswegen muss ich auch mal sagen, bei Machtpersonen, die ich wirklich unausstehlich fand, gehörten die männlichen Polizisten. Leider kann ich auch keine Ausnahme nennen, sondern alle, die da in dem Buch irgendwie mitgewirkt haben, fand ich unglaublich nervig, weil sie so Machos waren. Das waren so richtige Machos. Ich kenne keine, oder ich habe nicht mit Polizisten zu tun. Ich weiß nicht, ob, oder ich bin ja auch keine Polizistin. Ich weiß nicht, ob das so üblich ist, dass da das so raushängen lassen werden muss oder dass so Frauen aufs Äußerste reduziert werden oder ob das jetzt wirklich bei dem Autoren so eingeflossen ist, das kann ich nicht beurteilen, aber ich fand das wirklich unglaublich schlimm. Also ich habe wirklich beim Lesen richtig oft die Augen verdreht, deswegen, weil mich das so genervt hat, weil es auch ständig vorkam. Es hat sich wirklich auch wie ein roter Faden durch das Buch gezogen, wo ich so dachte, war mir persönlich dann zu viel in dem Sinne. Und wem ich auch unausstehlich fand, fällt mir jetzt gerade beim Reden auch ein, von Diabolik, vom Zorn geküsst, von S.J. Kincaid. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob die so ausgesprochen wird. Das Buch ist auch noch gar nicht so alt. Mhm. Da geht es mir persönlich um die Mutter des Herrschers, obwohl ich sagen muss, dass eigentlich alle, die in dieser, ich sag mal, Adelskaste oder in dieser Herrscherkaste mit drin waren, also die Reichen und Schönen in dem Sinne, dass die alle ziemlich unausstehlich waren. Aber da eben die Mutter, Zygna heißt die, glaube ich, die einfach so biestig waren und so intrigant. Also man wusste eigentlich, egal was die machen, das war alles durchdacht und bewusst nur für den eigenen Vorteil gemacht und auch so unglaublich eiskalt gegenüber anderen, auch vor allem gegenüber Schwächeren, jetzt auch gar nicht im Sinne von körperlich schwächer, sondern vielleicht auch einfach vom Stand her schwächer. Also da dachte ich so, boah, also die war auch schon echt gewaschen, sagen wir es mal so. Also okay. Das war schon nicht ohne. Und bei dir, welche Machtperson hast du rausgesucht? Dieses Mal ist bei mir nur eine, und zwar Janine aus Die Bestimmung von Veronica Roth. Ich kann mich erinnern, dass ich die wirklich, wirklich unausstehlich fand. Also das war auch so eine Person, die halt irgendwie eine Fraktion angeführt hat und die hat halt wirklich ihre Machtposition gnadenlos ausgenutzt und war eben auch so ätzend dabei. Ja, das stimmt. Die fand ich echt blöd. Ja, das kann ich wirklich nachvollziehen. Es ist vermutlich meistens bei, sobald die Leute irgendwo Macht haben, was ja eben Machtperson ist, können die meistens vom Charakter sich dann schnell verabschieden, vom Guten in dem Sinne. Ja, okay, dann machen wir mal direkt weiter mit Frage 8. Abigail Camera? Ja, müsste richtig sein. Ich weiß es nicht, sie ist auch nur ein kleiner Nebencharakter. Und zwar die Frage, welchen Charakter hättest du gerne als Schwester oder Bruder? Ja, da habe ich jetzt rausgeholt die Rose Hathaway aus der Vampire Academy-Reihe von Richelle Mead. Ich finde die einfach, also ich weiß, viele können sie auch nicht so gut leiden, aber ich mag sie einfach total gerne, weil ich eigentlich mich von Seite 1 ab in sie verliebt habe, weil sie einfach ein sehr lebensfroher, mitreißender Mensch ist, der sich aber wirklich um die Leute, die sie liebt, für die würde sie einfach alles tun. Und das finde ich eine super Kombination, einfach so dieses fröhliche, aktive, sag ich jetzt mal, und gleichzeitig eben, also irgendwie charismatisch ist die auch, ne, so. Und deswegen glaube ich, das wäre, und sie beschützt eben auch ja ihre Moroi-Freundin und ja, ich glaube, das wäre eine super Kombination als Schwester quasi zu haben. Und bei dir, welcher Charakter hättest du gerne als Schwester oder Bruder?
Ich habe mir Willow aus Glück ist eine Gleichung mit 7 von Holly Goldberg rausgesucht, Goldberg Sloan, sorry, der Name ist länger. Und zwar, sie ist jünger als ich, aber ich mochte ihre altkluge, oder altklug ist es gar nicht, sie ist unglaublich intelligent, sie ist hochbegabt und ich mag Charaktere, die so klug sind, dass man selber davon noch was hat und lernen kann, dadurch einfach, wenn man das denjenigen verfolgt, und ich mochte ihre herzensgute, aber unglaublich durchstrukturierte Art. Sie war so lieb und irgendwie so, also auf eine Art so sachlich, wie sie da, weiß ich nicht, dem Taxifahrer sagt, ja, hier gucken Sie sich mal ihre Mutter mal da an, das könnte gefährlich werden, weil sie einfach sich total mit Medizin beschäftigt hat und das alles kannte, und sie ist erst 12 und letztendlich hat sie ihn damit auch gerettet oder geholfen, aber eben auch so von ihrer Art einfach, ich fand das toll, also ich fand sie, die, und man wollte sie irgendwie die ganze Zeit auch nur drücken, weil sie es auch so schwer hat, und ja, die könnte ich mir sehr gut als Schwester vorstellen. Das hört sich interessant an, auf jeden Fall. Ja, ein tolles Buch. Also ich bin total begeistert gewesen, als ich das dann endlich mal gelesen hatte. ja, weil es auch sehr lange bei mir auf dem Sub wieder mal lag, und deswegen war ich da richtig froh, als ich es dann gelesen hatte, weil es so schön war einfach. Ja, cool. Hört sich gut an. Dann die 9. Frage. London. Welcher Romanschauplatz fasziniert dich und warum? Ja, ich hatte es ja schon angedeutet, dass ich, dadurch, dass ich schon in London gelebt habe, ich London total verfallen bin. Also ich liebe es, wenn die Bücher in London spielen. Ich mag es, wenn da durch Orte gegangen oder durch Straßen gegangen wird, wo ich selbst durchgelaufen bin. Ich kann mir das halt alles so gut vorstellen. Und ich habe da immer so ein bisschen das Gefühl, dass ich dadurch eben wieder nach Hause in Anführungsstriche komme und dadurch nochmal die Möglichkeit habe, durch London zu laufen. Ich muss aber sagen, ich mag auch Irland total. Die ähneln sich ja so vom, also diese beiden Länder ähneln sich ja irgendwo schon, aber ich mag an Irland dieses Mystische, also das irgendwie, weiß ich nicht, also da hat man so das Gefühl, man läuft da durch und überall könnte eine Fee sitzen oder ein Gnom sitzen oder ein Kobold, also ist alles so möglich, weil ich finde, diese beiden Länder haben was unglaublich Mystisches an sich, das mag ich total, also das sehe ich auch so. Das lese ich sehr gerne. Ja, das sehe ich auch so. Also ich habe auch eine Freundin, eine sehr, sehr gute, die hat auch tatsächlich, glaube ich, es heißt sogar Mystisches England, eine Webseite mal aufgezogen und hat auch schon mal so eine Art Reiseführer darüber geschrieben, weil sie auch sehr viel dort unterwegs war, auch viel gewandert ist und so weiter und so fort. Also die ist totaler Großbritannien-Fan und fährt da immer wieder gerne zum Urlaub machen hin. Und ja, also sehe ich ähnlich. Ja, kann ich nachvollziehen. Ich habe so ein bisschen geschummelt bei der Frage. Also ich habe die Zauberer-Parallelwelt aus Harry Potter quasi gewählt. Das ist im Grunde ja auch Großbritannien. Insofern ähneln sich unsere Antworten da ein bisschen. Aber nochmal ein bisschen was anderes. Ne? Ein bisschen magischer, noch mystischer als sozusagen Großbritannien an sich schon ist. Genau, also einfach, ich finde das total faszinierend. Also ich weiß ja, dass ich, also ich war ja relativ jung, als die Bücher rauskamen. Ich habe, glaube ich, das erste mit, weiß ich gar nicht mehr, 12, 13 oder so gelesen. Da waren aber auch schon mehrere Bücher raus. Da wurde es dann so langsam bekannt in Deutschland, habe ich das Gefühl. Ich glaube, ab dem 3. Band oder so wurde das hier in Deutschland so populärer als vorher, sagen wir es mal so. Und ich weiß noch genau, dass wir mal auf so einer Mutter-Kind-Kur waren. Und da war ich, glaube ich, halt, wie gesagt, 12 oder 13 muss es gewesen sein. Und da hat meine Mutter die Bücher mitgenommen, um uns ein bisschen zu unterhalten, meine kleine Schwester und mich. Und ich glaube, die hat das damals noch nicht gelesen, die war irgendwie 5 oder 6. Aber ja, meine Mutter hat es gelesen und dann habe ich es gelesen und fand es ganz cool. Und daraufhin ging das dann los. Und ich weiß noch, dass ich total fasziniert war, so von dieser, ja, Diagon Alley und diese ganzen Geschäfte. Es war ja auch gerade in den ersten 2 Büchern noch sehr viel, ich sag mal, romantisch verklärt, ne? Also später wird es dann ja irgendwie krasser und ja, insofern gerade diese ersten Bücher, wo, ich glaube auch im 2. Buch waren ja die Weasleys irgendwie im Vordergrund mit ihrem total schiefen, vergnomten Haus, also und irgendwie die Hausfrau, die da irgendwie die Teller sich alleine abschrubben lässt und so, also ich fand's super. Ja, das, ich kann es nachvollziehen, das ist natürlich, also diese Welt, die da J.K. Rowling geschaffen hat, ist einfach nur großartig. Bei mir war es ja auch so, ich war auch recht jung gewesen, als ich
sogar 9 oder 10, also wirklich, weiß ich nicht, 3., 4. Klasse, ich war echt jung, als ich damit angefangen habe, aber auch bei mir war es so gewesen, dass schon, ich glaube, der 4. frisch rausgekommen ist und ich da dann eingestiegen bin, dementsprechend konnte ich die ersten 4 Bände auch verschlingen und dann musste ich immer warten, aber ich kann es nachvollziehen, es ist schon eine richtig tolle Welt und man wartet ja irgendwie immer noch auf den Brief, dass man doch nach Hogwarts kann, aber ja. Ja, da ist man, glaube ich, schon, selbst wenn, überleg mal, du sitzt zwischen den ganzen 11-Jährigen. Bist du zu alt schon, verdammt. Das, damit könnte ich dann leben. Da gibt es dann bestimmt die Nachzüglerklasse. Weil die ganzen 20-Jährigen und noch älter sitzen und zu sagen, ja, jetzt bin ich auch noch ein Zauberer. Ja, okay, man kann ja noch träumen. Okay, Frage 10. Dann sind wir auch schon durch, ganz überrascht irgendwie. Aber ja, 5 Fragen sind vielleicht doch nicht so viel. Mhm. Aber morgen kommt ja dann der Rest. Ben Aronovich, welcher Autor oder Autorin begeistert dich mit seinem eventuell sogar britischen Humor oder der rasanten Handlung? Ich bin gespannt, was du da sagen wirst. Vielleicht kriege ich da noch ein paar Tipps. Also ich habe hier 2 Sachen ausgewählt. Und zwar, das eine ist eine Reihe, die ich relativ... Also, es ist noch nicht lange her, dass ich die angefangen habe zu lesen und es ist ausnahmsweise mal ein Graphic Novel. Also kein Buch, sondern tatsächlich wie so eine Art Comic. Und zwar ist das die Saga-Reihe von Brian K. Vaughan. Das ist ein kanadischer Schriftsteller, / Comic-Hersteller, sage ich jetzt mal, oder Graphic Novel-Hersteller. Da war tatsächlich nicht britischer, aber Humor drin und auch die Handlung war wirklich sehr rasant und ich kann eigentlich kaum erwarten, die Folgebände zu lesen. Da geht es um einen... Also es ist schon Fantasy, es geht um ein Liebespaar auf einem fremden Planeten. Dieser Planet ist quasi im ständigen Krieg der Völker. Also es ist ein bisschen holprig gerade. Ich formuliere das nochmal um. Also es geht um ein Liebespaar, eigentlich wie bei Romeo und Julia. Die stammen quasi aus verfeindeten Völkern, sind aber irgendwie zusammengekommen und erwarten jetzt ein Baby. Und müssen dann jetzt eben fliehen, weil sie ist auch irgendwie desertiert aus der Armee von der einen, beziehungsweise kämpfen ja alle irgendwie gegeneinander. So, auf jeden Fall sind die beiden einfach total witzig miteinander. Also wie die miteinander umgehen, ist einfach irgendwie immer einen lockeren Spruch auf den Lippen, sich ständig am Kabbeln und so. Aber man merkt eben auch, dass da mehr dahinter steckt und dadurch, dass sie die ganze Zeit gejagt werden und dieses Kind... Man weiß halt nicht, passiert dem irgendwie was oder kriegen die das gewuppt, dass sie sozusagen mit dem weiter entschwinden können. Dadurch ist eben auch die Handlung sehr rasant und das macht das wirklich sehr besonders. Hat mich sehr begeistert und dann habe ich noch aufgeschrieben Janine Frost mit ihrer Cat and Bones Reihe. Auch da ist es, das ist wirklich sehr leicht verdauliche Fantasy. Da geht es um eine Normalsterbliche, die sich in... Ach nee, gar nicht. Doch, sie ist irgendwie Vampirjägerin. Weil ihr Vater Vampir war, hat sie sozusagen schon ein bisschen so gehobenere Kräfte. Also sie ist nicht so schwach wie ein Mensch, sondern eben fast, also ein Halbvampir. Und jagt eben die Vampire, weil sie, weil ihr immer gesagt wurde, dass ihr Vater, oder dass sie nur entstanden ist, weil ihr Vater ihre Mutter vergewaltigt hat. Und die Mutter ist halt so völlig Anti-Vampire sozusagen und hat sie halt eben auch in dem Zuge so erzogen. Und dann fängt sie halt an, als sie noch relativ jung ist und ermordet halt diverse Vampire und findet dann aber irgendwann ihren Meister in eben Bones. Der ist wirklich ein sehr alter, sehr mächtiger Vampir und man merkt auch schon, dass sie wirklich eine ganz besondere Vampirjägerin sozusagen ist, aber er ist einfach noch stärker und dann verknallen die sich auch irgendwie ineinander und es geht über mehrere Bände dann immer so weiter und ist wirklich super spannend, weil immer wieder neue Endgegner sozusagen geschaffen werden und sie immer wieder über sich hinauswachsen müssen, alle beide und genau, und die beiden sind aber auch sehr witzig miteinander, es ist insgesamt auch in einem sehr, sehr locker leichten Ton irgendwie geschrieben und deswegen habe ich diese beiden Bücher dafür rausgewählt. Oder welchen du Tipp sagst, hast du denn für mich? Ich sollte mal Kate und Bones weiterlesen. Ich habe da bisher nur Band 1 und 2 gelesen. Ich fand die aber auch richtig toll. Ja. Also, die haben mir auch richtig gut gefallen, einfach weil die beiden Charaktere so toll miteinander umgehen. Und wieder mal, die warten schon auf dem Sub, aber ja, wer nicht bei mir. Ich glaube, wie gesagt, das sind auch einige. Also ich glaube, ich habe bis Band 5 gelesen und 7 gibt es, glaube ich. Und genau. Dann gibt es aber noch mindestens 2 andere Spin-Offs mit Nebencharakteren. Ja. Also, wenn man einmal anfängt, ne?
Genau, es ist da eine ziemlich lange Reihe irgendwo, so Neverending Story. Ich habe das auch so ein bisschen festgestellt. Also mit den 7 Bänden ist es halt nicht getan in dem Sinne. Ja. Aber ja, gut. Ich habe diesmal nur eine Reihe, sage ich mal, und zwar von Emily Bolt. Das ist eine deutsche Autorin, die eigentlich vor allem Liebesromane schreibt, sage ich mal. Das ist auch eine Liebesromangeschichte und zwar die Mr. Grey-Reihe. Ja, es bezieht sich auf Shades of Grey. Die Protagonistin Anna ist ein totaler Shades of Grey-Fan und im ersten Band ist sie auf der Suche nach ihrem Mr. Grey. Heißt auch so das Buch, auf der Suche nach Mr. Grey. Und Anna ist aber so ein unglaublicher Tollpatsch. Die nimmt wirklich jedes Fettnäpfchen mit, was nur geht. Und das ist schon allein das ist schon total unterhaltsam, aber auch dann mit dem männlichen Protagonisten, wie das Zusammenspiel ist, der sie auch immer wieder aufs Korn nimmt und der trotzdem irgendwie total hinter ihr steht. Und das ist einfach, also mit jedem Buch ist es wirklich super lustig. Wenn es wirklich darum geht, einfach mal so ganz leichte Lektüre zu lesen, so für zwischendrin. Die Bücher sind auch total kurz. Also es gibt es auch, glaube ich, obwohl ich weiß gar nicht, ich habe die nur als E-Book gelesen. Ich weiß nicht, ob es die auch in echt gibt, also als Printbuch. Mhm. Aber wie gesagt, einfach so, wie sie wirklich von einer Szene in die nächste rutscht. Es ist auch immer so, dass das Buch damit beginnt, dass irgendwie, wie konnte ich jetzt in dieser Situation landen? Und dann wird wirklich das Unmöglichste dargestellt, wo man so denkt, oh mein Gott, was macht sie schon wieder? Und das dann irgendwann eben auch kommt und man sich so denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also es ist wirklich köstlich. Es ist kein britischer Humor, aber es ist trotzdem absolut unterhaltsam. Wenn wirklich mal jemand so Liebesromane gerne liest, dann kann er das auf jeden Fall lesen. Hat auch gar nichts jetzt, also in dem Sinne ist es jetzt kein Shades of Grey Abklatsch irgendwie. Hat damit, also wirklich, sie bezieht sich nur auf die Bücher, weil sie selber so ein bisschen diese SM-Szene ganz faszinierend findet, aber das war's auch. Also da ist jetzt nichts irgendwie mit reichem Milliardär und oder Millionär oder keine Ahnung, das alles nicht. Also okay. Hört sich auch spannend an. Von Emily Bolt habe ich auch schon gehört. Ja, also wirklich die, also mir gefallen die Bücher echt gut. Es gibt da mittlerweile, glaube ich, auch schon 5 Bände. Aber die sind auch nicht lang. Also die haben, weiß ich nicht, 120 bis 140 Seiten. Also ist jetzt nicht keine dicken Schinken, sage ich mal. Ja, das ist ja auch ganz praktisch. Ja, wie gesagt, gute Zwischensnacks so. Also ist echt unterhaltsam. Ja, sehr schön. Mensch, das war ja schon der halbe Tag. Genau, morgen gibt es die ersten 5 Fragen auch nochmal von uns beiden beantwortet, allerdings in Schriftform auf Annas Blog. Magst du die URL nochmal sagen? Ja, das ist annasbücherstapel.de, Bücherstapel natürlich mit UE geschrieben. Letztendlich einfach Annas Bücherstapel bei Google eingeben, dann findet man mich auch ganz problemlos. Perfekt, alles klar. Vielen lieben Dank schon mal an dich. Dankeschön, und ich danke dir. Ja, sehr gerne, es hat wieder viel Spaß gemacht. Ja. Und an alle Zuhörer, schaut auf jeden Fall auch nochmal bei Anna vorbei und auch bei allen anderen Bloggern, die jetzt bei der Blogtour mitmachen. Kauft euch das Buch, kauft euch die vorderen Bücher, wenn ihr die noch nicht habt und macht gerne auch beim Gewinnspiel mit. Vielleicht gewinnt ihr es ja auch. Also bis nächstes Mal und bis dann. Tschüss. Ciao. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de/podcastbuicherreich in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buicherreich@gmail.com. Wenn ihr diesen Podcast über iTunes abonniert habt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst. Dies ist ein privater Buch-Podcast, in dem ich nur meine eigene private Meinung wiedergebe. Wenn mir ein Buch oder Hörbuch kostenlos zur Verfügung gestellt wird, kennzeichne ich es entsprechend auf meiner Website.